Ja, willkommen zurück zu Part 3 von Die Sims Let's Play und wir machen weiter mit unserer Fleischfamilie. Nachdem wir jetzt letztes Mal uns Jobs gesucht haben und die Wohnung eingerichtet haben, beginnt heute quasi so der erste Tag. Und dann mal sehen, was wir so machen. Es gibt ja noch viel zu erkunden und arbeiten gehen müssen die dann ja auch irgendwann mal. Ja, hier sind wir schon. Schauen wir doch gerade mal, ich weiß gar nicht mehr, was die jetzt zu tun hatten. Gar nichts, ne? Was ist denn Nadine? Ah ja, die trägt ja gerade noch die Bildzeitung ins Altpapier. Gut, dann hat sie das jetzt gemacht. Was können die denn da jetzt mal machen, Mensch? Was können die denn da jetzt machen? Mensch, ich weiß es gar nicht. Spaß. Ah ja, der geht jetzt auf Klo. Und was macht sie? Ah ja, sie trägt jetzt die Zeitung zum Altpapier. Hat sie es gerade nicht schon gemacht? Okay. Dann können jetzt tatsächlich mal... Was macht er jetzt? Ah ja, okay, gut. Ich wollte jetzt auch, ja, okay, dann soll er das mal machen. Und was kann sie denn da jetzt mal machen? Wir brauchen noch... Das ist ganz wichtig, Verschiedenes. Mal schauen, wo wir das finden. Wir brauchen ein Regal, dass die was lernen können. Stellen wir das mal hier hin. Dann kann die Nadine nämlich mal kochen lernen. Wenn sie überhaupt lesen kann, weiß ich ja nicht. Werden wir jetzt gleich sehen. Weil sonst verbrennt sie uns irgendwann mal noch beim Kochen. Das wollen wir ja nicht. Okay. Sie ist multitasking-fähig. Das sieht man jetzt schon. Sie kann lernen, während der Fernseher läuft. Was läuft denn da überhaupt? Was ist das denn? Okay, das sieht leicht strange aus. Ich glaube, wir schalten mal um. Jetzt kommt da einer, ne? Guck mal, da kommt einer. Da kann doch der Ferdi Fox, wo ist denn der jetzt? Der kann doch da jetzt mal... Ah, jetzt ist der schon weg. Ach Mensch. Ah, okay, gut, dann nicht. Jetzt regt er sich auf. Okay, vielleicht sagen wir mal was anderes. Oh, was macht er denn jetzt? Wo geht er denn jetzt hin? Dass er sich überhaupt konzentrieren kann bei dem Lärm. Und jetzt geht er weg. Was macht er denn jetzt? Dann schalt wenigstens aus, Mensch. Doch nicht einfach weglaufen. Ich glaub's nicht. Oh, nee, ich glaub's nicht. Gut. Oh yeah, wir haben kochen gelernt. Gut, dann kann sie mal weiterlernen. Und währenddessen schicken wir den jetzt einfach mal kurz schlafen. Dass er wieder ein bisschen ausgeschlafener ist. Die müssen ja auch arbeiten später, ne? Ein Wecker. Ein Wecker brauchen wir noch. Sonst verschlafen die später noch. Dings, wo kriegen wir das? Wecker? Kriegen wir das hier? Nee, ne? Nee, Beleuchtung bestimmt nicht, aber hier vielleicht. Auch nicht. Kriegt man das? Verschiedenes. Ja, wo kriegt man das? Oberflächen, Küchengeräte. Das hatten wir doch schon, Mensch. Ich bescheuere, das sehen wir doch nicht. Wo ist denn der Wecker? Schauen wir nochmal hier. Ah, toll. Haben wir übersehen. Yeah, yeah. Gut. Und eine Alarmanlage kaufe ich jetzt auch einfach. Weil früher oder später wird eingebrochen. So. Das war doch eine Alarmanlage, oder? Oder war das ein Feuermelder? Das bin ich mir gar nicht mehr. Das war tatsächlich ein Rauchmelder. Und was ist das?
Was ist das denn? Okay. Ein Haushaltsroboter. Das ist ja cool. Das kaufen wir das nächste Mal. Aber jetzt hängen wir noch eine Alarmanlage dazu. So. Wow, wieder unnötig Geld rausgehauen. Okay, wir spulen mal ein bisschen vor, bis sie fertig kochen gelernt hat. Dann kann die nämlich das gleich mal ausprobieren, so ein Abendessen zubereiten oder so. So, wunderbar. Ist okay, sie lernt gleich noch weiter, dann lassen wir es mal lernen. Wie geht's ihr denn? Okay, aber wir schicken sie jetzt dann mal auf Klo. Danach. Benutzt. Ah, abziehen könnte sie auch mal. Obwohl, die soll erst benutzen und dann abziehen. Das macht mehr Sinn. Gut, und danach kannst du mal das hier abspülen. Und danach gehen wir dann schlafend, würde ich sagen. Wie geht's ihm denn? Eigentlich ganz gut. Okay, dann einen Job haben wir ja schon. Dann kannst du mal noch spielen. So. Und danach würde ich sagen, schlafen. Aber das machen wir dann. Ja, Mensch. Gut. Das sind nämlich schon die Fliegen. Das ist nicht so gut dann. Räum das mal weg. Das ist ja ekelhaft. So was Ekelhaftiges, ey. Ah, jetzt steht er. Ah, jetzt steht er schon wieder auf. Ich dachte, er schläft jetzt bis morgens durch, Mensch. Ah. Die sollten doch jetzt zusammen da drin schlafen. Na gut, dann soll sie jetzt mal spielen und er schaut so lang hier wieder mal irgendwas an. Okay. Und dann danach. Keine Ahnung, was da läuft. Und jetzt läuft er da weg. Ich glaube, das gefällt ihm nicht. Dann soll er mal ausschalten. Und dann, weil die Nadine, die soll jetzt schlafen, dann rufen wir jetzt einfach mal eine Pizzeria an. Dass er mal was zu essen bekommt. Ich glaube, sie muss gar nichts essen. Muss sie was essen? Nee. Okay, bis 20 Uhr noch. Dann gehen wir schlafen. Obwohl, dann kann sie auch noch was essen. Okay, dann lassen wir sie so lange mal spielen. Und was machen wir dann mit ihm in der Zeit? Derzeit kann er auch mal. Was? 40 für eine Pizza? Ich glaube, es geht los. Dann lassen wir ihn mal mechanische Fähigkeiten erlernen danach. Bis die Pizza da ist. Spulen wir hier nochmal so ein bisschen vor. So. Da ist die Pizza. Wo ist die Pizza? Hier, Dings, Creed. Ah ja, jetzt kommt er einfach so rein. Gut, wo stellen wir denn die Pizza jetzt überhaupt hin? Das ist ja toll. Gut, dann stell das mal dahin, oder? Oder eben auf den Boden. Ja, ich hatte nichts anderes erwartet. Dann, wie servieren? Ja gut, servier mal die Pizza jetzt. Und dann soll hier die mal aufhören. Die ist ja jetzt auch fertig mit Spielen. Die soll dann jetzt mal noch was essen. Komm her, ein Stück nehmen. Und der soll auch mal ein Stück nehmen, Mensch. Sei doch nicht so. So furchtbar. Mensch. Ah, wow, wer der gerade aufgemacht hat. Gut, dann esst mal bitte, aber noch nicht im Stehen. Setzt euch doch wenigstens hin. Wow, ich mag keine Segelboote. Das sagst du jetzt beim Pizzaessen. Aber sieh mal, oh Mann, die passen ja super zusammen. Ich mag Autos, weil die haben so Reifen. Naja, ich mag keine Autos. Ich mag auch keine Segelboote. Das hast du eben schon mal gesagt. Ja, Nadine. Die greift gleich nochmal zu. Und was macht er? Jetzt geht er jetzt schon wieder aufs Klo. Ah ne, er wäscht sich die Hände. Essen? Aber doch nicht im Bad. Hä? Was macht er denn da? Wieso steht hier Essen? Ah, okay. Egal. Gut, dann schicken wir die Nadine mal ins Bettchen. So. Und ihn einfach auch nochmal. Obwohl, das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Vielleicht, weil er zu ausgeschlafen ist. Ja, sitzen ist natürlich auch eine Alternative. Du
Kannst meinen Computer ausmachen? Ah, und den Wecker kann er mal noch stellen. Das hat die Nadine nämlich vergessen. Ja, hast du das jetzt gemacht? Gut, dann isst doch mal noch ein Stück, und zwar die Pizza ist umsonst. Irgendwie komme ich mit dem Doppelbett hier nicht zurecht. Warum kommt er da nicht rein, Mensch? Ah, jetzt geht es. Gut, danach gehen wir schlafen und dann wäre es das auch schon wieder für Part 3, ne? War die Pizza gut? Wunderbar. Ah, jetzt geht er. Der ist aber hygienisch hier, Mensch. Jetzt wäscht das sich schon wieder die Hände. Ich glaube, da brauchen wir demnächst ein neues Waschbecken. Das geht doch bestimmt irgendwann kaputt. Mensch, wir müssen sparen, Junge. Gut, und jetzt dann schlafen, bitte. Was ist los? Ah, jetzt. Wir haben das. Kann ich das jetzt mit der Nadine? Kann ich das nicht? Ach, das ist jetzt natürlich Kacke. Jetzt kommt er da nicht rein. Oh, nee. Das haben wir natürlich geschickt gemacht. Das ist natürlich blöd jetzt. Dann, wo legen wir denn jetzt denn zum Schlafen? Ich glaube, wir kaufen jetzt einfach mal hier so ein Billigbett. Das können wir ja auch wieder verkaufen. Und das stellen wir mal hier hin. So, dann gehst du hier jetzt schlafen. Ja, wunderbar, so haben wir das doch gelöst. Dafür verkaufen wir jetzt den Computer. Den können wir ja wieder kaufen, aber jetzt haben wir wieder Geld. So, Jobs haben sie ja jetzt genug. Genug, ja. Zumindest haben sie einen. So, dann machen wir hier. Oh, sie träumt von Fußball. Wunderbar. Gut, dann geht's heute doch noch nicht arbeiten. Das war's für Part 3. Weiter geht's im nächsten Part. Und bis dahin, bis bald und danke fürs Zuschauen.